Herr Professor Papier, das deutsche Steuerrecht ist eines der kompliziertesten weltweit. Das aktuelle Erbschaftssteuerrecht beispielsweise erfordert im Extremfall bis zu 22 Rechenschritte, um zu ermitteln, ob betriebliches Vermögen erbschaftssteuerlich privilegiert wird oder nicht. Dabei sind Zeiträume bis zu 22 Jahren zu berücksichtigen. Sind derartige Regelungen aus Ihrer Sicht eigentlich noch verfassungsgemäß? Also ich will das jetzt nicht beurteilen, ob die Grenze des verfassungsrechtlich Zulässigen erreicht oder überschritten ist. Aber es ist auf jeden Fall rechtspolitisch, verfassungspolitisch in meinen Augen höchst bedenklich, solch komplizierte und im Vollzug sehr schwierig umzusetzende gesetzliche Regelungen zu erlassen. Steuerrecht sollte natürlich den komplexen gesellschaftlichen Bedingungen in Rechnung tragen, aber doch für den gesetzesunterworfenen Bürger verständlich sein, nachvollziehbar, konsequent, systemgerecht und gleichheitsgerecht. Und da muss ich sagen, ist die Lösung, die man jetzt im Hinblick auf das neue Erbschaftssteuerrecht getroffen hat, wirklich suboptimal, um mal einen neudeutschen Ausdruck zu verwenden. Herr Professor Papier, Sie haben bereits 2013 festgestellt, der Solidaritätszuschlag werde in wenigen Jahren verfassungswidrig. Spätestens 2019 sei er verfassungsrechtlich nicht mehr zu halten. In den laufenden Sondierungsgesprächen hat sich bisher lediglich die FDP für einen völligen Wegfall des Solidaritätszuschlages ausgesprochen. Würden Sie Steuerzahlern raten, ab dem Veranlagungsjahr 2019 dagegen zu klagen, sollte der Soli nicht vollständig abgeschafft werden? Also ich will hier keine Ratschläge geben, auch keine Ratschläge, Klage zu erheben oder den Rechtsweg zu beschreiten. Ich will nur darauf hinweisen, dass es sich beim Solidaritätszuschlag um eine rechtlich gesprochen Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und Körperschaftssteuer handelt und dass nach dem Grundgesetz solche Ergänzungsabgaben zur Einkommen- und Körperschaftssteuer ausschließlich dem Bund zufließen, während die Einkommensteuer und die Körperschaftssteuer zwischen Bund und Ländern geteilt wird. Und es scheint mir nun also höchst problematisch zu sein, wenn man auf Dauer ohne einen besonderen Finanzbedarf, der ausschließlich bei Bund entsteht, solche Ergänzungsabgaben erhebt und damit verhindert, dass dieser Teil der Einkommensteuer oder der Körperschaftssteuer, wie es die Verfassung eigentlich vorsieht, zwischen Bund und Ländern geteilt wird. Also ich wundere mich auch, dass die Länder, die Bundesländer, diese, ich sag mal, angestrebte oder beabsichtigte dauerhafte Beibehaltung dieser Ergänzungsabgabe hinnehmen. Sie, Herr Professor Papier, waren Vorsitzender des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichtes, als dieses sein Urteil zur Sonntagsöffnung der Läden gesprochen hat. Das Urteil hat den besonderen verfassungsrechtlichen Schutz des Sonntags bestärkt. Nordrhein-Westfalen möchte zukünftig die Sonntagsöffnung zur Herstellung eines zukunftsfähigen stationären Einzelhandels, zum Erhalt ortsnaher Versorgungsstrukturen, zur Belebung der Innenstädte oder der Steigerung der überörtlichen Sichtbarkeit der Kommunen als attraktiver Standort für Bürger und Unternehmen erlauben. Ist das aus Ihrer Sicht mit dem Grundgesetz vereinbar oder müsste es dafür geändert werden? Also das Grundgesetz schreibt in der Tat den Sonntagsschutz vor. Und zwar durch die Übernahme entsprechender Schutzartikel der Weimarer Verfassung. Der Sonntag ist als ein arbeitsfreier Tag zu schützen. Die tagtägliche oder die werktägliche Betriebsamkeit soll am Sonntag ruhen. Dieser Schutz
ist ja kein Selbstzweck, sondern er dient der Durchsetzung der effektiven Wahrnehmung der Grundrechte der Bürger. Sei es auf Religionsfreiheit, Schutz der Religionsfreiheit, sei es aus Gründen des Schutzes der Familie, überhaupt der Persönlichkeitsentfaltung, Schutz vor einer Ökonomisierung des menschlichen Lebens insgesamt. Also dieser Sonntagsschutz hat den Zweck, die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger effektiver zu gestalten, indem eben an einem Tag in der Woche, dem Sonntag, ein Ruhetag ist, der im Grunde oder im Prinzip für alle gelten soll. Und wenn man im Einzelfall davon absehen möchte, dann müssen gewichtige Gründe des Gemeinwohls diese Ausnahme rechtfertigen. Und das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung, die Sie eben angesprochen haben, gesagt, das bloße Umsatzinteresse der Ladenbetreiber, der Geschäftsbetreiber, das Renditeinteresse dieses Wirtschaftszweiges oder auch das allgemeine Shoppinginteresse von Verbrauchern reicht dafür nicht. Es müssen vielmehr Belange des Gemeinwohls sein, also Gesamt